sein, hier mit entsprechenden Aufgaben umzugehen. Das heißt im Grunde genommen, also was beliebt ist in den Klausuren, ich weiß, das ist nicht immer so, aber was durchaus beliebt ist, man gibt ihnen eine dichte Funktion vor und sie sollen damit rechnen. Und zwar irgendwelche Werte, Wahrscheinlichkeiten, Erwartungswert, Verteilungsfunktion und so weiter und so fort. Also so wie zum Beispiel jetzt hier in der Aufgabe 13, Entschuldigung, 14, wie es gerade mit der Exponentialverteilung. Okay? Also zunächst mal, wir lösen jetzt hier die Aufgaben allgemein. Wir schauen uns jetzt hier mal die, erstmal jetzt hier nicht zu den Angaben jetzt hier, die jetzt gemacht werden sind, weil gemacht worden sind jetzt in der Aufgabe, was jetzt Erwartungswert und Varianz angeht. Sondern wir gehen jetzt hier natürlich gleich rüber, meine Damen und Herren, schauen Sie, und zwar jetzt hier zu der Dichtefunktion der Exponentialverteilung. Und Sie sollen jetzt hier natürlich zeigen, dass die Dichtefunktion der Exponentialverteilung, meine Damen und Herren, genau diesen Eigenschaften genügt, den wir hier genannt haben, nämlich, welche beiden sind es nochmal, sollten Sie wissen. Welche beiden Eigenschaften? Hm? Ja? Genau. So ist das. Okay, also das sollten Sie, meine Damen und Herren, immer abrufbereit haben, ja? Das ist jetzt nur vielleicht für Sie das Hinweis. Okay. So. Die Dichtefunktion, meine Damen und Herren, die Dichtefunktion von der Exponentialverteilung, die sieht so aus. Schauen Sie. Lambda mal e hoch minus Lambda mal x für x größer gleich 0, beziehungsweise 0, meine Damen und Herren. So, ich hier. Okay. So, für x kleiner 0. Das ist jetzt hier die Dichtefunktion. Und ich soll natürlich jetzt hier zeigen, dass jetzt hier natürlich die beiden Eigenschaften genügen. Schauen Sie. Also die erste Eigenschaft ist, glaube ich, offensichtlich. 0 ist natürlich größer gleich 0. Das heißt, in dem Fall ist jetzt hier die Eigenschaft unmittelbar erfüllt, meine Damen und Herren. Was ist jetzt hier mit? Also was ist jetzt hier mit Lambda mal e minus Lambda mal x? Ob das jetzt hier größer gleich 0 ist? Schauen Sie, Lambda ist natürlich per Definition größer gleich 0. Nicht? Das ist jetzt hier der Parameter. Und was ist mit der Potenz? Oder mit einer Potenz allgemein? Wenn die Basis natürlich positiv ist, was natürlich jetzt hier bei der Eulerschen vorhanden ist. Also eine positive Zahl hoch irgendwas, meine Damen und Herren, was wissen Sie über das Vorzeichen? Also was kommt dann heraus? Zum Beispiel 2 hoch 3, 2 hoch minus 4 und so. Hm? Was kommt dann raus? Genau, also das, egal was Sie da für den Exponenten einsetzen, meine Damen und Herren, egal was, es kommt immer was Positives heraus. Richtig? Und damit das Ganze natürlich auch automatisch positiv. Also das schreibe ich jetzt hier nochmal hin. Also Lambda mal e hoch minus Lambda mal x ist natürlich jetzt hier in jedem Fall größer wie 0. Und zwar echt größer wie 0. Und daraus folgt ist natürlich automatisch, die Dichtefunktion ist hier größer gleich 0. Wir haben jetzt hier noch einen Abschnitt, was jetzt hier gerade 0 ist. Okay? So. Oh! Das sollte da ruhig klar sein. Oh. Das war meine Nase. So. Okay. Da muss man aufpassen. So. Okay. Die erste Eigenschaft ist offensichtlich, die zweite vielleicht nicht unbedingt. Das schauen wir uns jetzt hier nochmal gleich an, und zwar was das Integral angeht. Also wir suchen jetzt hier das Integral von minus und nicht bis plus und endlich mal zu. Ja, kann ja passieren, kommt ja ab und zu vor. So. Okay, also, meine Damen und Herren, schauen Sie. Was jetzt viele von Ihnen falsch machen, deswegen will ich jetzt hier vielleicht kurz für Sie verdeutlichen, ist, dass Sie einfach hier für die Dichtefunktion das da, was da oben steht, einsetzen und einfach weiterrechnen. Also das Integral von minus unendlich bis plus unendlich. Was ist aber daran falsch? Was wäre daran falsch? Genau, also was Sie jetzt meinen, das ist richtig. Die Funktion ist abschnittsweise definiert, sage ich jetzt mal so. Und wenn Sie natürlich die Funktion abschnittsweise definieren, dann müssen Sie natürlich auch abschnittsweise integrieren. Das Integral von minus unendlich bis zu dem Wert 0, meine Damen und Herren, entspricht natürlich jetzt hier nicht das Integral hier raus von minus unendlich bis 0. Weil die Dichtefunktion jetzt in dem Fall natürlich jetzt hier nur für positive Zahlen definiert ist. Aber nicht für negative.
Das heißt, wenn Sie das Integral jetzt hier natürlich ausrechnen, also sprich die Gesamtfläche, dann müssen Sie das natürlich auch jeweils abschnittsweise tun. Das ist das Problem. Ich mache das jetzt hier mal ausführlich, um zu verdeutlichen, was ich damit meine. Schauen Sie, und zwar, ich trenne jetzt einfach mal das Integral, denn das darf ich. Schauen Sie, das ist also das Integral von minus unendlich bis 0 von der Dichte plus von 0 bis plus unendlich. Das ist das Gleiche. Also wenn ich jetzt hier die Gesamtfläche berechne, dann kann ich das tun, indem ich jetzt hier die Fläche zunächst mal bis 0 berechne und dann anschließend natürlich die Fläche dann ab 0 und die beiden natürlich dann addiere. Das ist, glaube ich, offensichtlich. Nicht? So, jetzt ist die Frage, und jetzt sehen Sie dann, was passiert. Schauen Sie, was passiert. Denn wie groß ist das Integral hier? Oder sprich, welchen Wert nimmt denn die Dichtefunktion an im Intervall minus unendlich bis 0? Genau, das ist das Problem. Das heißt, die entsprechende Funktion, die Sie jetzt hier natürlich für die Dichte dann einsetzen, ist natürlich 0. Verstehen Sie? Und hier, im anderen, welchen Wert nimmt denn die Dichtefunktion an von minus unendlich, Entschuldigung, von 0 bis plus unendlich? Nee. Nein, die Dichtefunktion. Die Dichte. Ja, was gibt es denn? Also, ich meine, Sie müssen es ja noch ablesen. Lambda mal, richtig? Lambda mal e hoch minus Lambda mal x, jawohl. So, da kommt 1 raus für das Integral, das haben wir ja gar sehen, aber das will ich jetzt hier natürlich jetzt hier mal kurz zeigen. Okay? Ja, natürlich. So. Okay. Also nochmal, um das jetzt hier zu verdeutlichen, meine Damen und Herren, in diesem Abschnitt nimmt die Dichtefunktion den Wert 0 an. Deswegen muss ich da 0 einsetzen für diesen Abschnitt. Und in diesem Abschnitt, meine Damen und Herren, nimmt die Dichtefunktion den Wert Lambda mal E hoch minus Lambda mal X an. Nicht? Ich hoffe, dass das erkennbar ist. So, und wie gesagt, das, was viele von Ihnen, also dieses Integral ist natürlich jetzt hier 0. Und dann bleibt jetzt nur noch das übrig. Ich schreibe das jetzt hier nochmal kurz ab. Und was ich natürlich jetzt des Öfteren sehe, ist, also wie gesagt, von Ihren Kommilitonen, dass Sie jetzt hier dieses Integral von minus unendlich bis plus unendlich integrieren und dann stellen Sie fest, da kommt nicht 1 heraus. Natürlich kommt da nicht 1 heraus. Wie soll es denn auch, meine Damen und Herren, wie soll es denn auch? Das ist nämlich nicht die Dichtefunktion, die da integriert wird, das ist nämlich was ganz anderes. Denn die Dichtefunktion ist von minus unendlich bis 0, nämlich das hier und nicht das. Okay? Also machen Sie bitte nicht den Fehler, wenn Sie jetzt hier von dieser Formel ausgehen, dass Sie natürlich vergessen, dass die Dichtefunktion hier in diesem Beispiel abschnittsweise definiert ist, was jetzt hier des Öfteren für Sie natürlich auch der Fall sein wird. Nicht? Also das ist durchaus beliebt, meine Damen und Herren. Deswegen nehme ich das jetzt hier einfach mit rein. Wie ist das denn, wenn ich das nochmal anders definiert habe, also auch nochmal eine Grenze nach oben habe, so Aufgaben hat mir irgendwie auch schon... Gibt es ja auch, das ist das Gleiche. Sie müssen einfach nur abschnittsweise definieren. Und wenn jetzt hier in den jeweiligen Abschnitten die Dichtefunktion 0 ist, dann ist natürlich das entsprechende Integral, was Sie jetzt hier natürlich dann ausrechnen, ebenfalls 0. Das ist genau das Gleiche. Sie unterteilen einfach die Abschnitte, wenn Sie sich nicht sicher sind, das funktioniert immer. Und dann sehen Sie natürlich, was Sie unmittelbar, was aus der Definition, hierfür sehen Sie natürlich unmittelbar, was Sie einsetzen für die Dichtefunktion. Wenn Sie das natürlich schon bereits drauf haben, dann werden Sie das natürlich jetzt hier nicht unbedingt machen müssen. Das ist klar. Aber wie gesagt, das ist das, schauen Sie, das ist das, was ich jetzt hier hingeschrieben habe. Das ist das, was jetzt hier in der Formelsammlung steht. Das Integral von minus unendlich bis plus unendlich. Ja? Und verwechseln Sie das jetzt hier natürlich. Verwechseln Sie jetzt hier natürlich das jetzt nicht. Okay? Das geht immer, immer, meine Damen und Herren. Unterteilen Sie also entsprechend die Dichtefunktion in den jeweiligen Abschnitten und berechnen Sie das natürlich jetzt hier das Integral, was jetzt hier natürlich herauskommt. Okay? So, also wir konzentrieren uns jetzt hier auf diesen zweiten Ausdruck, auf den hier. Schauen Sie, und zwar, also zunächst mal die Frage, Feedback, haben Sie das verstanden? Das ist Minus. Ja? Nee, also ich habe das jetzt hier allgemein gelöst. Minus, achso, Minus Lambda, das ist richtig. Genau. Minus Lambda, so ist das. Danke. Okay, also natürlich sollte man das jetzt hier entsprechend abschreiben. Das ist mir jetzt nicht gelungen, aber danke. Ja. So, naja gut, also passiert ja auch ab und zu bei mir, Sie sehen. Ja? So, jetzt ist die Frage, Sie wissen ja, ich glaube, wer weiß nicht, wie man Integrale bestimmt? Wer weiß es nicht? Ich glaube, das hatten Sie bereits schon, oder? Gab es das in der Mathe-Vorlesung?
Integralrechnung und so. Also Sie müssen jetzt hier nicht mit Substitution und so weiter und Partialintegration hier, das müssen Sie nicht drauf haben. Ja, also das wäre sowieso, also wenn man das jetzt hier natürlich machen würde, das wäre natürlich nicht besonders sinnvoll. Aber solche einfache Funktionen wie das hier zu integrieren, ich glaube, das ist auch für Sie keine große Herausforderung sein sollte. Schauen Sie. Und zwar, ich schalte das jetzt hier mal kurz ab. Ich brauche jetzt hier also die Verteilungsfunktion, meine Damen und Herren. In dem Fall ist es jetzt hier also eine Funktion, die abgeleitet natürlich jetzt hier die Funktion ergibt, die jetzt hier natürlich integral steht. Nicht? Also was ist die Ableitung von, dass das herauskommt, und die Frage ist jetzt, also was muss ich dann ableiten? Okay, also, wer weiß es, das sollten Sie vielleicht sehen. Welche Funktion abgeleitet ergibt das hier? Das ist nicht so schwierig. Wer war die Hand? 1 minus d hoch. Nee. Nee, wo kommt die 1 her? Also ich meine, das wird das Ergebnis sein, aber wo kommt dann jetzt bei Ihnen die 1 her, jetzt hier gerade für die Stammfunktion? Wissen Sie nicht? Einfach mal so. Ja gut. Nee, das ist leider dann nicht richtig. Vorschläge? Ja, Sie vielleicht? Genau, minus e hoch minus lambda mal x. Meine Damen und Herren. So, minus e hoch minus lambda mal x. Nicht? Also ich glaube, das sehen Sie, wenn Sie diese Funktion ableiten, und zwar mit der Kettenregel, nicht? Sie erinnern sich. Dann bekommen Sie natürlich das hier. Okay? Äußere Ableitung, innere Ableitung und so. Okay. Dann schreibe ich hier hin von 0 bis plus unendlich. Denn das sind jetzt hier meine Grenzen. So. Etwas eleganter, meine Damen, darf ich fragen, was da vielleicht unklar ist? Also es kann natürlich auch sein, dass Sie das nicht verstehen, aber dann können Sie natürlich uns fragen. Also wir helfen natürlich, ist klar. Ja? Also, nee, also wie gesagt, trauen Sie sich. Ja? Nur gut. Wir sind unter uns, also es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Und die Antworten gebe ich. Also, ja? Okay. Also wenn dann, ja? Sie wissen Bescheid. Ja? So, jetzt machen wir mal weiter, und zwar schauen Sie, hier steht ja plus unendlich, das ist jetzt hier nicht besonders elegant, zumindest aus formaler Sicht. Ich könnte es jetzt hier mal vielleicht wie folgt ab, und zwar schauen Sie, ich schreibe jetzt hier nochmal das gleiche hin. Okay, so, und dann schreibe ich jetzt hier in dem Fall x ist gleich 0, so, und dann schreibe ich hier für die Obergrenze, meine Damen und Herren, nicht x ist gleich unendlich, denn das ist aus formaler Sicht.